Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial der Kosten-Leistungsrechnung. Mein Name ist Jens Beyer und ich möchte Ihnen in diesem Film zwei Begriffe aus dem Betriebsabrechnungsbogen näher erläutern, nämlich den Unterschied zwischen Kostenstellen Einzelkosten und Kostenstellen Gemeinkosten. In einem anderen Tutorial habe ich schon die Begriffe Einzelkosten und Gemeinkosten erklärt im Zusammenhang mit dem Unterschied zwischen Vollkostenrechnung und Teilkostenrechnung. Hier bei diesem Video befinden wir uns nach wie vor in der Vollkostenrechnung und es geht hier nochmal dabei um die Unterscheidung verschiedener Kostenarten nach der Zurechenbarkeit, nach diesem Kriterium. Und da wissen wir schon, wie gesagt, wir befinden uns noch in der Vollkostenrechnung, damit da die Zuordnung klar ist. Und wir wissen, dass die Zurechenbarkeit der Kosten auf die Kostenträger gekennzeichnet wird durch die beiden Begriffe Einzelkosten und Gemeinkosten. Nochmal kurz zur Erinnerung, die Einzelkosten, das sind die Positionen, die ich aus der Ergebnistabelle übernehmen kann, bei denen mir die Zuordnung auf die Produkte, die Zurechnung auf die Produkte leicht fällt. Das kann ich direkt vornehmen. Die wichtigsten Beispiele dazu sind klassischerweise immer die Rohstoffe, also unser Material und die Löhne, die direkt am Produkt sozusagen entstehen und eventuelle Positionen wie Sondereinzelkosten, die habe ich jetzt hier mal der Vollständigkeit halber mit aufgenommen. Das soll aber in diesem Video gar nicht so sehr im Vordergrund stehen, sondern es gibt im Zusammenhang mit dem Betriebsabrechnungsbogen, der ja dafür da ist, die Gemeinkosten umzuverteilen auf die verschiedenen Kostenstellen zunächst mal, um dann in dem nächsten Schritt auf die Kostenträger, auf die Produkte umgelegt werden zu können. Und jetzt muss man aufpassen, jetzt muss man im Prinzip diese beiden Dinge auseinanderhalten können. Auf dieser ersten Ebene geht es darum, zwischen der Zurechenbarkeit direkt oder indirekt auf die Kostenträger, nämlich auf die Produkte zu unterscheiden. Und da haben wir die Einteilung in Einzel- und Gemeinkosten. Das ist kein großes Ding. Und jetzt gibt es aber innerhalb des Betriebsabrechnungsbogens, innerhalb der Position der Gemeinkosten, nochmal eine Unterscheidung in verschiedene Kostenarten, die entweder auch wieder direkt oder indirekt, aber jetzt aufpassen, nicht auf die Kostenträger, sondern eben auf die Kostenstellen, was beispielsweise Abteilungen oder Maschinen sein können, umgelegt werden sollen. Und das darf man eben nicht verwechseln. Und da hat man zwei weitere Begriffe generiert. Das sind die sogenannten Kostenstellen Einzelkosten, bei denen eine Zurechnung auf die Kostenstellen, also auf die Abteilungen, relativ einfach ist. Da haben wir zum Beispiel die Gehälter und die damit zusammenhängenden Sozialabgaben. Das ist insofern relativ einfach, weil ich kann ja anhand von Gehaltslisten kann ich ja sehen, wer, welche Person, welcher Mitarbeiter auf welcher Kostenstelle eingesetzt ist und dementsprechend auch dort budgetiert wird, ne? Das heißt, hier kann ich relativ eindeutig sagen, welche Kosten in dieser Kostenstelle entstanden sind. Das heißt, es sind aber immer noch Gemeinkosten, weil diese Kosten lassen sich ja nicht direkt dem Produkt zuordnen. Na, das muss man einfach unterscheiden, dass es hier eine Untergruppe der Gemeinkosten darstellt. Und dann gibt es eben noch die echten Gemeinkosten sozusagen, die doppelt indirekt verrechnet werden müssen. Da fällt es eben nicht so leicht wie hier bei den Gehältern, das genau zuzuordnen, sondern hier muss ich mir dann tatsächlich mit diesen Verteilungsschlüsseln, die ich mir irgendwie sinnvoll zusammenbastle, muss ich dann die Kosten auf die Kostenstellen umlegen, um dann im nächsten Schritt das Ganze auf die Kostenträger vollziehen zu können. Beispiele hierfür sind die Werbekosten oder betriebliche Steuern. Hier muss man bestimmte Verteilungsschlüssel generieren, um die Kosten auf die Kostenstellen umzulegen. Nochmal hier zur Verdeutlichung. Diese Kostenstellen, Einzelkosten lassen sich direkt den Kostenstellen zuordnen, die Kostenstellen Gemeinkosten wiederum nur indirekt.
Wichtig ist bei dem Zusammenhang, dass es hier eine Unterform der Gemeinkosten sind, die wiederum nochmal unterteilt werden können aufgrund der Zurechenbarkeit auf die Kostenstellen, auf die Abteilungen, und zwar in Kostenstellen Einzelkosten und in Kostenstellen Gemeinkosten. Das gilt es zu beachten innerhalb des BRBs, damit man hier Kostenstellen Einzelkosten nicht mit den sogenannten echten Einzelkosten verwechselt. Ja, das ist sozusagen für die Insider, die sich näher und enger und eingehender mit dem BRB beschäftigen müssen, mal eine kleine Erklärung. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen damit ein bisschen weiterhelfen und wünsche weiterhin viel Spaß beim Lernen.